Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Jetzt sind wir gerade im richtigen neuen Haus unterwegs und mit dem heutigen Thema Must Have für Töffer, ein paar Sachen, die ich mir so überlegt habe, Töffer wirklich haben müssen. Und zwar finde ich das allerwichtigste, was ich aber lange nicht hatte. Ich verstehe nicht, warum das so lange nicht hatte, weil ich dumm, es kostet so wenig. Und warum dass ich das so lange nicht hatte, und zwar Sena. Also übrigens, das alles, dass ihr das wisst, ich komme keinen Rappen dafür rüber, ich komme nichts dafür rüber. Aber sonst könnte ich das Video nicht machen, wenn ich jetzt für immer etwas zu verdienen. Und zwar Sena, habe ich euch gesagt, aber das sind das zweite. Quadlock, und zwar, dass man das Handy kann auf die Halterung tun kann. Ich bin jetzt Einblender, wie man das Ganze nimmt und wie das funktioniert. Genau, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Entschuldigung. Und zwar ist das die Halterung, dass man kann beim Töfffahren das Handy drauf haben. Die Halterung ist schon auch recht oder recht dämpf. Also ihr seht, das fängt sich überhaupt nicht. Das hat überhaupt keine Vibration mit. Ich will aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt musiert. Also man sieht einfach so gut scharf drauf. Es ist aber auch wegen dem Vibrieren eigentlich, dass Handy nicht kaputt geht. Aber ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, weil wenn du so einen Brustdruck hast und so vibriert es ja auch die ganze Zeit. Oder wenn du irgendwo im TÜV da rein hast oder so. Gut, das erste Quadlock. Das zweite Sena, beziehungsweise ist vielleicht beides ein Punkt, gleicher höherer Punkt. Beides gleich wichtig. Sena, genau. Da weiß ich nicht, warum das so lange nicht kann. Moin, moin. Sena ist einfach gut. Erstens mal kannst du telefonieren, du kannst Musik hören, du kannst auch mal Bike zu Bike reden. Also du kannst eigentlich raus telefonieren mit jemandem über das Handy, also das ist aber über Bluetooth. Oder du kannst Sena direkt zu Sena. Es gibt verschiedene Funktionen, verschiedene Modelle, je nachdem kannst du bis zu weiss nicht, wie viele Leute am Telefon haben. Genau, das ist das zweite Must-Have, das ich finde, wo man muss als Biker haben. Das sind ja alle Sachen, die nicht am Bike tragen gehören, das wäre ein anderes Video. Was auch wirklich ein Must-Have ist, also eigentlich könnte das vielleicht sogar schon bei Punkt, je nachdem Punkt 2 schon belegen, wäre also eine TÜV-Garage. Also es ist eigentlich so ein. So einen Überwurf wie auf der TÜV. Ach, krass das eben, wenn die nicht losfahren. Das ist in Spanien so geil, mit dem Losfahren in Camp Pickford, in Palma, dass die Leute einfach gefahren sind. Und nicht so wie da ruhig nachnass. Ich weiß nicht, was jetzt, warum das die Schätzfahrer dann so rot ist. Nein, eben so ein Überwurf, wo man kann, so eine Matting, wo man kann ja über TÜV tun. Da musst du einfach schauen, wenn du so drauf tust, dass du nicht, wie heisst es, wenn du so drüber tust, dass du nicht den TÜV heiß hast. Also nicht, wenn du jetzt gerade heimkommst, gerade das drauf schmeißt. Oh, schau mal, wie langsam es fährt. Boah. Genau, das ist der dritte Punkt mit dem, sagen wir mal, mit dem Überwurf. Dann nicht. Was ich auch finde, ist, eine TÜV-Kette, eine richtige stabile TÜV-Kette, die müssen gar nicht viel kosten. Ich muss nicht schauen, dass die 200 Franken kosten oder so. Da gibt es schon für wenig Geld Ketten. Und zwar, dass sie den Helm können an TÜV anketten können. Weil ich habe schon viel gesehen, wo entweder, das habe ich auch selber gemacht, durch die Stadt laufen mit dem Helm in der Hand. Das ist aber je nachdem mühsam. Oder den Helm einfach anlegen oder so. Aber mir geht es nicht nur unbedingt darum, dass er geklaut wird, der Helm. Es geht nicht nur darum, dass der Helm geklaut wird, sondern dass er einfach kaputt gemacht wird. Weißt du, wie sagt man dem, randaliert wird, oder? Darum TÜV möglichst gut anketten als Auto. Beziehungsweise an TÜV als Auto anketten. Den Helm an TÜV anketten. Dann geht es schon ein bisschen ins Unnötige rein. Und zwar ist das, es gibt die Stände, wo man TÜV aufbucken kann. Entweder, wenn man lang nicht fährt, dass die Pneu entlastet sind, gibt es so zum Aufbucken, oder wenn man die Kette oder den Pneu etwas machen. Das würde ich auch nicht empfehlen, vor allem eigentlich müssen wir die Kette selber fetten. Man kann nicht immer warten, bis man zu der Garage geht. Ich musste das selber feststellen und so ist es einfach gut, könntest du den TÜV
so einen Standard drauf machen und dann kannst du die Kette ganz gut fitten. Super gut fitten, oder? So, wir haben eigentlich 50. Aber das ist ein Roller, das ist scheisse. Wenn ich einen Roller gewusst, ja, ist gleich. Nein, ich weiß nicht, was durchgeht. Ich kann das Handy einstecken. Einpacken, meine ich. So. Was gibt es noch für Must-Haves? Must-Have für TÜV-Fahrer wirklich auch überschätzen das nicht mit der Batterie. Ich habe jetzt die Batterie den ganzen Sommer jetzt nicht mehr geladen. Ich habe im Winter eine neue Batterie gekauft, weil die andere komischerweise irgendwie einfach aufs Mal kaputt war, obwohl ich sie ja eigentlich schon relativ viel gebraucht habe, aber halt im Winter ausgeladen habe mit dem TÜV. Was ich wirklich nicht dafür unterschätzen, Batterie zu laden, sondern also das Ladegerät oder Instandhaltung. Oh, warum? Fahr! Oh! Ist das ein so ein Instandhaltegerät? Und da hat ein Fernlicht da. Ja, da sind auch Idioten unterwegs heute in Schaffhausen. Nein, so ein Instandhaltegerät, also wenn die Batterie anhängt, kann man so eigentlich über den Winter das so immer wieder ein bisschen entladen und wieder vollladen, irgendwie so, dass Spannung aufrecht behalten wird. Nicht, dass irgendwie jetzt so verschiedene Modus, das würde ich auch empfehlen, wirklich wärmstens empfehlen. Ich bin überhaupt nicht gern Schaffhausen. Also niemand von euch angreifen, aber ich habe Schaffhausen überhaupt nicht gern. Auf Deutsch gesagt hasse ich Schaffhausen. Es hat kein richtiges Zentrum. Weißt du? Also, wenn du zum Beispiel, wenn du in die Stadt willst, musst du entweder glücken, dass du irgendeinen Parkplatz. Oh Mann, nee, die fahren nicht. Die fahren einfach nicht. Es ist 50, wir fahren 25. Leck mir am Arsch. Der Lastwagen gibt überhaupt kein Gas. Siehst du, er gibt überhaupt kein Gas. Du kannst nicht angeben, dass er so langsam beschleunigen kann. Geht ja gar nicht. Nein, eben. Schaffhausen hat nicht ein richtiges Zentrum. Wenn du irgendwo in die Stadt willst, dann musst du entweder schauen, dass du einen von diesen Parkplätzen halt außerhalb hast. Und sonst Parkhaus Diana oder da geht das Parkplatz da hat er Seite, was nicht das heisst. Also ich finde Schaffhausen überhaupt nicht schön. Ich könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Schaffhausen haltet. Also, nein, Schaffhausen an und für sich wäre schön. So von den Häusern und ein kleines herziges Städtchen und so. Wäre mega schön, wäre irrsinnig schön. Aber für mich ist auch der Parkplatz überhaupt nicht geil, überhaupt nicht. Und dann, ja, würde ich sagen, es sind ein paar Must-Haves gewesen. Ich könnte gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch wenn ihr noch findet, was auch noch ein Must-Have ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.